Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind 8 Minuten hier im Radio unter uns und dann kommt das Fernsehen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben eine freie Themennacht und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann nur zu, ruft uns an oder mailt unter domian@wdr.de. Die Renate ist meine erste Anruferin. Die Renate ist 63 Jahre alt. Hallo Renate. Hallo. Renate, weswegen rufst du an? Ja, ich habe ein Riesenproblem, sage ich mal. Ich war 3,5 Jahre mit einem Mann sehr eng befreundet. Mhm. Vor 2 Wochen hat er jetzt mit mir Schluss gemacht. Ja, ich hatte vorher schon eigentlich schon immer große Probleme mit ihm. Einmal, weil er ganz extrem eifersüchtig war. Ist er in deinem Alter ungefähr? Er ist 70 jetzt geworden. Ja. Und ja, das andere, das ist so eine Sache, wo ich eigentlich überhaupt nicht mit zurechtkommen konnte. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel mal bei ihm zu Besuch war, wir wohnten ca. 40 Kilometer auseinander. Mhm. Dann hat er immer irgendwie wo Schrammen gehabt, ne? Schrammen? Schrammen. Am Körper? Nein, nicht am Körper. Eher an seinen Sachen. An seinen Sachen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt bei ihm in der Wohnung mal irgendwas gemacht hatte. Ja. Es fing mit ganz banalen Dingen an. Meinetwegen, dass er mal gesagt hat, ja, wenn du willst, kannst du mir mal die Fenster putzen oder so, ne? Das habe ich dann auch gemacht. Und dann ging das los. Sag mal, hast du da was an der Tür gemacht? Da sind ja jetzt Schrammen und so. Ja, denke ich, ich habe doch nichts gemacht. Was soll ich denn gemacht haben? Du siehst es doch. Ich habe doch nichts in den Händen, nichts. Ja. Naja, gut, das waren so die Dinge bei ihm zu Hause. Also nein, verstehe ich, damit die Schrammen. Die Schrammen waren vorher schon da. Also ich habe gar keine Schrammen gesehen. Das kann ich sehen. Aber er hat dann irgend sowas erzählt von wegen Schrammen. Von wegen Schrammen, ja, genau. Und eifersüchtig war er. Eifersüchtig, ja. Weswegen hat er denn die Beziehung beendet? Ja, er hat mir jetzt vor 2 Wochen einen Brief geschrieben. Ja. Und da hat er einfach, ich muss da noch mal zu etwas sagen. Er hat mich dann fast täglich hier besucht, wo ich wohne. Ja. Kam mit seinem Auto. Mhm. Und in letzter Zeit, oder eigentlich das fing auch schon ziemlich früh an, da behauptete er dann auch immer, an seinem Auto wären Schrammen entstanden. Mhm. So, gut, die Schrammen waren teilweise auch da, ne? Ja. Deshalb ist es so meine Frage, gibt es eventuell Leute, die sich selbst Schrammen machen? Oder irgendwie was, zerstören, kaputt machen in dem Sinne. Ja. Und ja, dann vielleicht behaupten, das hätte jemand anders gemacht. Es gibt ja zum Beispiel auch so eine Krankheit. Da gibt es Leute, die schneiden sich die Arme auf. Ja, das gibt es schon, ja. Und da habe ich gedacht, vielleicht gibt es auch irgendwie was, dass sich jetzt jemand Sachen beschädigt. Also, ich hab so gelernt in meinen vielen Jahren hier in der Sendung, dass es eigentlich alles gibt. Ja, darum. Ich höre ja auch oder gucke ja ziemlich oft Fernsehen. Also ich kann mir vorstellen, dass es das gibt. Lass uns das nochmal vertiefen, wenn du mir die Frage beantwortet hast, mit welcher Begründung er dich verlassen hat. Ja, er hat jetzt direkt einen Brief geschrieben, sage ich mal. Zwischenzeitlich habe ich allerdings auch schon manchmal gesagt, wenn du das Gefühl hast, ich habe jemanden anderen nebenbei. Mhm. Er hat ja wirklich behauptet, ich hätte jemanden. Aber du hast keinen. Ich habe, nein, stimmt nicht. So, und das war seine Begründung, weswegen er Schluss gemacht hat? Und jetzt hat er mir, wie gesagt, einen Brief geschrieben und ich sag mal so sinngemäß ungefähr, nachdem immer wieder Schrammen an meinem Auto war, so und so, kann ich ja jetzt nicht mehr zu dir hierher kommen. Alleine, ich sag mal, er hat am 17. direkt Geburtstag gehabt, er ist 70 geworden, ne? Er ist an dem Tag hierher gekommen, ich habe ihm was, eigentlich das recht schön gemacht. Ich habe mitten in der Nacht eigentlich bei ihm nochmal angerufen, Happy Birthday vorgesungen und so weiter. Habe ihm dann hier schön eine Kerze angemacht, eine Rose gekauft, so noch was geschenkt und so weiter. Und das war ein wunderbarer Tag. Und dann ist er abends nach Hause, die Nacht ist er hier geblieben. Hm. Ich hatte ihm unter anderem einen Gutschein geschenkt, weil er ja auch so mit seinen Geschenken so ein bisschen eigenartig war. Mhm. Dann sind wir nächsten Morgen hier zu uns in so einen Baumarkt gefahren. Dann hat er den Gutschein praktisch eingelöst.
Ich verstehe. Letztendlich lief alles so relativ normal. Ja. Und dann kommt er an mit seinen Schrammen und wegen dieser Schrammen beendet er die Beziehung. Ja, das ja, ja. Und darf ich noch mal eben was dazu sagen? Ja. Jedenfalls war alles dann soweit in Ordnung. Er hat sich dann ja kurz nach Mittag hier verabschiedet, weil er da irgendwie noch die Handwerker, an die irgendwas an seinem Haus machen wollten, erwartete. Ja. Und ich dachte, naja gut, dann kommt er ja irgendwann wieder. Mhm. So, am späten Nachmittag rief er dann plötzlich an. Er hätte Schrauben hätte man in seinen Autoreifen gedreht. Hör mal, das klingt mir fast so, als hätte er vielleicht irgendeine Wahnvorstellung oder sowas. Sowas vermute ich ja auch fast. Nun weiß ich nicht, hat er nun wirklich da Schrauben in seinem Reifen gehabt oder auch nicht? Seitdem habe ich ihn nie wieder gesehen. Sag mal, Renate, abgesehen von den Schrauben und den Schrammen, was im ersten Moment so ein bisschen kurios und lustig klingt, ist aber gar nicht lustig, für dich schon gar nicht. Nein, also ich muss sagen, wie war denn, die Schmerzen. Wie war denn so die Stimmung sonst so zwischen euch in den letzten Monaten? War das zärtlich und freundlich oder auch eher distanziert? Ja, das ist ja eben das Problem. Denn man hatte sozusagen zwei Gesichter. Ja. Und zwar, ich sag mal, 80-90% war es eigentlich der Mann, ja, mit dem ich mein Leben sozusagen beenden wollte. Ja. Ich habe mir eigentlich auch eine feste Partnerschaft gewünscht. Mhm. Fest, nur nicht unbedingt, dass man zusammenziehen müsste, aber doch eben jemanden, ja, mit dem man nun ewig zusammen oder mehr oder weniger zusammen sein würde. Ja. Und das lief eigentlich zwischen uns auch super, wenn er kam. Er war freundlich, nett, wenn wir eingekauft haben. Er war sehr großzügig. Wir haben in den 3,5 Jahren etliche Reisen gemacht. Mhm. Ja, eigentlich top. Alles war in Ordnung. Ja. Bis er immer dann diese Macken kriegt. Ich sag jetzt einfach mal Macken. Ja, okay. Mhm. Und ja, auch mit dieser extremen Eifersucht. Meinetwegen, wenn er jetzt, ich habe bis zu einem halben Jahr, war ich noch berufstätig. Mhm. Mhm. Und ja, wenn er dann irgendwann kam oder kam mal einen Tag gar nicht und hat mich dann am nächsten Tag besucht und dann hat er meinetwegen an meinem Körper mal einen blauen Fleck gesehen. Mhm. Ich neige dazu, sehr leicht blaue Flecke zu bekommen. Mhm. Dann hat er zum Beispiel behauptet, das wären Flecke von meinem Liebhaber. Ja, Wahnsinn. Ich sag, Wahnsinn. Was ist denn das? Sowas konnte ich mir gar nicht vorstellen. Sag mal, die letzten 2 Wochen hat er sich jetzt nicht mehr gemeldet. Naja, die letzten 2 Wochen, muss ich jetzt mal eben dazu sagen, er hatte am 22. eine ganz große Geburtstagsfeier in der Nähe da von seinem Wohnort. Und einen Tag zuvor bekam ich nun den Brief, in dem er mir mitteilte, also gar nicht mal liebe Renate, sondern oben drüber werte Renate. Da war ich schon gleich so, boah, was ist denn nun? Ja, nachdem immer wieder Schrammen an meinem Auto waren. Verstehe. Kann ich nicht mehr hier zu dir nach sowieso Pass auf, kommen? Ich möchte, dass du mit meiner Psychologin sprichst. Ja. Die weiß viel besser darüber Bescheid, ob das ein Krankheitsbild ist und wie man das einordnen kann. Mhm. Ja, dann machen wir das so, Renate. Ja. Und ich möchte dir gerne noch ein Kompliment machen. Mhm. Du bist 63, sagst du, ne? Ja. Du klingst wie 43. Wirklich. Na ja, also ich denke mal so, weil ich meine Kinder, sag ich mal, überwiegend alleine großgezogen habe. Also, ich war mehr mit jüngeren Leuten. Eine jung gebliebene Renate. Ja. Liebe Renate, wir rufen dich gleich zurück. Leg bitte auf. Nicht auflegen. Doch, du legst bitte auf und wir rufen zurück. Alles klar. Tschüss. Ich bedanke mich erstmal. Tschüss. So, meine Lieben, in ein paar Sekunden kommt das Fernsehen, in ein paar Sekunden machen wir noch Musik. Ja. Ja, meine lieben Fernsehzuschauer, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben hier schon angefangen im Radio. Schön, dass ihr jetzt auch da seid. Wir bitten die Verspätung
zu entschuldigen. Wir haben Freitagnacht. Freitagnacht ist bei uns traditionell eine freie Themennacht. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über welches Thema, dann meldet euch bei mir unter der bekannten Telefonnummer 0800 22 050 50 oder mailt unter domian@wdr.de. Ich bin gespannt auf eure Anrufe und den ersten, den ich jetzt begrüße, Nike oder Nike? Hallo. Hallo, Nike. Nike. Ja. Nike, also, 20 Jahre alt, ne? Genau. So. Ja, mein Problem ist, dass meine beste Freundin im Bett war mit einem Typen, in den ich verliebt bin. Ach, musste das denn sein? Übliches Thema, oft gehört. Mann. Also die beste Freundin war mit einem Typen im Bett, mit dem du gerne was hättest, aber mit dem hattest du noch nichts. Nee, also wir haben uns gerade kennengelernt und sie hat eigentlich auch versucht, mich mit ihm so ein bisschen zu verkuppeln. Und ich gesagt, fahr doch hin und ruf ihn an. Und das auch noch. Ja, und ja, vor einer Woche hat sie mir das gestanden. Ja. Das ist insgesamt, glaube ich, ungefähr 3 Wochen her. Ach so, aber nur einmal? Einmal. Einmal. Sie hat so geschildert, dass es ein One-Night-Stand gewesen sein soll. Ja. Wie ist denn der Stand der Dinge zwischen dir und dem Typ im Moment? Wir haben im Moment keinen Kontakt mehr. Wie mehr? Ihr hattet schon ein bisschen Kontakt? Ja, also es ist nichts gelaufen, ja. Aber wir haben uns gesehen, also man muss dazu sagen, wir haben alle zusammen gearbeitet. Ja. Und ja, ich habe mich halt in ihn verliebt und dann hat sich leider nichts weiter ergeben. Ja. Und sie hat aber gesagt, hat mir trotzdem noch weiter Hoffnungen gemacht und gesagt, dass ich da dranbleiben soll und vielleicht wird das ja noch was. Und während sie dir Hoffnung gemacht hat, hat sie mit dem Typ gepennt? Ja, für mich sieht es im Nachhinein so aus. Ja. Und das dicke Ende kommt ja noch zum Schluss, dass sie jetzt Donnerstag mir gesagt, oder dass sich herausgestellt hat, sie hat mir gar nicht gesagt, weil ich sie gar nicht mehr gesehen habe seit der Woche jetzt, dass sie bei ihm, also das hat sich herausgestellt, dass sie bei ihm ist. Wie, dass sie bei ihm ist? Dass sie zusammen sind jetzt, oder was? Ja, nee, sie sind nicht zusammen, aber sie hat bei ihm übernachtet, so, weil, also haben mir ihre Eltern gesagt. Ja. Und da bin ich halt erstmal total vom Glauben abgefallen, weil sie beichtet mir erst was letzte Woche. Und jetzt kommt die nächste Lüge und also die junge Frau taktiert und taktiert so ein bisschen rum, ne, mit ihren ganzen Lügengebäuden. Ja. Und seit gestern versuche ich halt sie irgendwie zu erreichen. Ja. Und noch ein zusätzliches Problem ist halt, dass sie morgen für 2 Jahre ins Ausland geht, um da zu studieren. Oh. Und sich jetzt davor drückt, mit mir nochmal zu reden. Ach. Und sie schämt wahrscheinlich. Ja. Also ich sehe im Moment. Sie weiß ja gar nicht, dass ich das weiß. Verstehe ich nicht. Woher weißt du das denn? Über die Eltern. Ich wollte sie erreichen und habe sie aber nicht erreicht. Und dann waren die Eltern dran und haben gesagt, ja, sie ist bei ihm. Ach so. Und ach so. Verstehe. Also es geht jetzt gar nicht um den Jungen, in den du da verknallt bist. Die Sache ist gegessen für dich, oder wie? Ja, für mich, ja. Also offensichtlich. Über den Typen hinwegzukommen, da geht es mir eigentlich überhaupt nicht drum. Aber um die Freundin? Ja, natürlich. Ja. Also sie hat gesagt, sie benutzt die Männer und mir geht es aber, um das klarzustellen, überhaupt nicht jetzt um den Mann, sondern darum, wie man überhaupt noch kein gutes Zeichen für eine ordentliche Freundschaft. Um nicht zu sagen, das ist das mieseste Zeichen überhaupt. Sie hat dich ja betrogen und hintergangen. Ja, aber ich verstehe auch nicht, warum sie mir das erst gesteht. Tja. Und dann wieder anfängt zu lügen, warum nur so Halbwahrheiten jetzt dabei rumkommen. Tja, schlechter Charakter. Und du machst sie sich aus dem Staub und will dich nicht mal vorher sehen. Nee, also sie hat sich jetzt nicht mehr bei mir gemeldet. Mhm. Ich habe überall versucht, bei Schwester überall versucht anzurufen. Ich würde einfach jetzt, nur hast du alles unternommen. Wann ist sie weg? Morgen früh. Morgen? Und ich überlege halt noch, ob ich da noch hinfahren soll morgen früh. Nee, würde ich nicht machen. Nicht? Nee, also ich habe im Moment so das Gefühl, dass ich gerne irgendwie, ich würde ihr gerne auch einen mitgeben, muss ich so sagen. So. Also ich bin so verletzt im Moment, die kann doch jetzt nicht so fahren. Ja. Ich sitze hier mit meiner Verletztheit und sie macht sich aus dem Staub, weil sie feige ist. Okay, gut. Also die Möglichkeit bestünde, dass du da morgen früh, also jetzt in ein paar Stunden fährst. Ja. Dass du dann da zu ihrem Elternhaus fährst und sie quasi vor der Tür nochmal abfängst. Ja. Könnte natürlich auch eine unangenehme Situation sein für alle. Dann sind die Eltern dabei und dann machst du dich vielleicht auch ein bisschen lächerlich. Und sie hat keine Zeit. Vielleicht, also ist so ein bisschen ein wackeliges Ding. Wie wär's denn? Du hast da bestimmt eine E-Mail-Adresse von ihr. Nee, sie hat noch keine konkrete Adresse in ihrem Land, wo sie ist. Ja, muss sie ja nicht in dem Land haben. Ja. Sie kann ja eine E-Mail-Adresse haben. Ja, aber also sie hat jetzt eine neue, wo sich einrichten lassen. Also die hast du nicht?
Nee. Also sie, also ich bin darauf angewiesen, dass entweder meldet sie sich oder ja. ich fahre da morgen vorbei. Also ich verstehe deine Wut und deinen Zorn. Einerseits kann ich mir auch vorstellen, so etwas zu machen, da morgens hinzufahren. Andererseits widerstrebt es mir so ein bisschen, weil ich mir denke, die Gefahr besteht ganz einfach, dass du dich da, dass du schlecht wegkommst, dass du da zu hysterisch rüberkommst vielleicht oder dass die Eltern... Ja, damit muss sie doch rechnen. Also ich bin auch gar nicht, ich will jetzt auch gar nicht ihr eine Szene machen, so gar nicht. Ich, also einfach, dass sie nochmal merkt oder nur ganz schlicht sagen, ja, ich würde mich nochmal von dir verabschieden. Vielleicht nimmst du das ja nicht so wichtig, aber... Oder du machst es so, ich meine, es kann ja alles sehr hektisch werden. Für den Fall, dass das da alles sehr hektisch ist, setze dich jetzt hin, schreibst ihr noch einen gepfefferten Brief, fährst morgen früh hin und wenn da nicht viel Zeit ist, sagst du erstmal auf, das wollte ich dir noch zum Abschied geben. Und tschüss. Und Freundschaft würdest du aber jetzt komplett ausschließen? Würde ich erstmal machen, ja. Ich würde es erstmal aufkündigen. Danach schon. Dann soll sie sich drum kümmern, dann soll sie versuchen, das Ganze wieder aus dem... Wahrscheinlich ist dir das völlig egal, wenn die jetzt 2 Jahre ins Ausland geht, dann ist das alles für die wurscht. Ja, sie sagt mir, Freundschaft ist ihr viel wichtiger als die Männer, die sie benutzt. Ja gut, aber so hat sie sich ja nicht verhalten jetzt. Nee, das stimmt. Ne? Das habe ich ja ihr auch vorgesehen. Also mit dem Brief würde ich machen. Setz dich jetzt schnell hin, schreib's dir von der Seele und dann hast du das schon mal in der Hinterhand und dann... Legst ihr davor oder reichst ihr und dann sagst du, pass mal auf und tschüss, melde dich, wenn du noch was zu sagen hast. Ich bin weg. Ja. Ne? Ja, okay. So, Nike. Gut. Sei nicht so traurig und nicht so böse. Ja, verfliegt mit ist, der Zeit. Ist blöd gelaufen, ja. Alles okay. Gute. Okay, tschüss. Vielen Dank. Bis dann. Jo, tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit Christa und Christa ist 65 Jahre alt. Hallo Christa. Ja, hallo. Es geht um meine Tochter, die seit 5 Wochen in Göttingen liegt. Ja. Sie hat eine neue Leber bekommen, aber die arbeitet nicht richtig und jetzt haben sie mir keine große Hoffnung gemacht. Sie ist transplantiert worden? Bitte? Sie ist transplantiert richtig, worden. Also, ja. Wann hat sie die neue Leber bekommen? Vorgestern. Vorgestern. Mhm. Das ist eine ganz komische Krankheit. Ich habe mir das aufgeschrieben. Butchiara oder so ähnlich heißt die. Also die sie vorher hatte, die Krankheit? Die Krankheit mit der Leber. Ja. Wie lange hatte sie diese Krankheit? Die war vor im Jahr 2000, was haben wir heute? 4, ne? Ja, ne, 5. Im Jahr 2000 war sie schon mal in Göttingen. Christa, ich habe eine Bitte. Könntest du den Ton ganz wegschalten vom Fernseher, vom Radio? So, ist weg. Wie hat sie diese Krankheit bemerkt? Welche? Sie hat alles nichts gemerkt, ein bisschen Schmerzen hatte. Da ist sie zum Arzt gegangen und da ist sie sofort vom Arzt nach Göttingen gebracht worden mit dem Krankenwagen. Und über die Jahre hat sich die Krankheit so dramatisch verschlechtert, dass eine neue Leber her musste. Ja, richtig. Ich bin so fertig. Wie alt ist deine Tochter? 44. 44. Die hat nie getrunken und nie geraucht. Und der Zustand im Moment ist nicht kritisch. Gut. Kritisch. Sie hat überall Thrombosen und die Bauch, irgendwas im Bauch blutet noch, da haben sie so mit Tüchern abgedeckt oder wie sie das gesagt haben. Ist deine Tochter bei Bewusstsein? Nein, die ist heute nochmal operiert. Sie ist gestern operiert und heute noch einmal. Ach so, also nach... Also die ist eine halbe Narkose. Sprechen kann ich nicht mit ihr, sie ist nicht richtig da. Bevor die Leber transplantiert wurde, hat man euch darauf aufmerksam gemacht, dass das eine sehr schwierige Sache ist? Ja, das wusste ich. Das wusstest du? Also ist das Lebens... Ja, es hat das schon bei allen anderen gut gegangen. Warum jetzt nicht? Gibt es denn ein Kind? Ja, meinen Enkelsohn, den habe ich bei mir, der ist 11 Jahre alt. Der ist 11 Jahre alt. Ja, und dann meine Enkeltochter, die ist 20. Ja, und der Mann von deiner Tochter? Ist geschieden. Ist geschieden. Ja. Und der Junge, der 11-jährige Junge, wie geht der damit um? Ja, ich habe noch nicht viel mit ihm geredet, weil er mit der Schule sehr beschäftigt ist. Aber er weiß, dass die Mama sehr krank ist? Ja, das weiß er. Er hat sie ja wahrscheinlich im Krankenhaus auch schon besucht? Nein, noch nicht. Aber jetzt vorher bestimmt, bevor sie operiert wurde? Wir wohnen ja in Kassel hier und sie liegt in Göttingen und ich habe kein Auto. Ach so. Wie viele Kilometer sind das? Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube so 50, 60 Kilometer bis Göttingen. Oh, das ist dann für euch aber eine Fahrerei. Ja, und ich bin ja auch nicht gesund. Ich habe Rheuma, bevor ich am Herz operiert. Wann hast du deine Tochter jetzt das letzte Mal gesehen? Heute? Warst du da? Nee, heute nicht. Das war voriges Jahr. Wie bitte? Voriges Jahr? Voriges Jahr habe ich das letzte Mal gesehen, ja. Weihnachten. Das verstehe ich nicht. Wie kann das denn sein? Sie liegt doch jetzt schon länger im Krankenhaus. 5 Wochen, ja. Und warum bist du nicht mal dahin gefahren? Ja, und 3 Wochen habe ich keinen Bescheid gekriegt von meiner Enkelin. Ich wusste es ja nicht.
Ich habe mich nur gewundert, dass keiner anruft. Also das fällt, dann habe ich angerufen. Also, wo wohnt deine Tochter von dir weit entfernt? Nein, gar nicht. Zehn Minuten von mir. Zehn Minuten? Ja. Das heißt, euer Verhältnis ist nicht so sehr gut? Nein, es war nicht gut. Das ist ja schon eine lange Zeit. Ich habe aber immer wieder versucht, ne? Mhm. Sicher meine Tochter. Mhm. Und wie kam das jetzt, dass der Junge zu dir gekommen ist? Ja, sie hat mich vom Krankenhaus aus anrufen lassen. Ich möchte, ob ich den Kleinen nehme, den Elfjährigen. Sag ich aber natürlich. Ach so. Denn meine Enkeltochter, die 20 Jahre ist, die hat ja selber zwei kleine Kinder schon. Mhm. Warum ist euer Verhältnis so schlecht? Ja, das frage ich mich auch. Ich weiß es nicht. Na, ihr müsst doch über irgendetwas gestritten haben. Über was habt ihr gestritten? Das weiß ich gar nicht mehr. Das ist sowas von sinnlos, so Quatsch. Ich weiß es nicht. Mhm. Ich weiß es nicht. Wie lange geht das jetzt schon, dass das Verhältnis nicht gut ist? Na, mindestens schon ein Dreivierteljahr. Aber nicht länger? Nee, nicht länger. Aber da muss doch irgendwas vorgefallen sein. Ich könnte mich gar nicht mehr erinnern. Christa, war es denn vor diesem Dreivierteljahr, war es da gut? Ja, ich war immer derjenige, der wieder angefangen hat, ne? Ja. Dass es wieder besser wird. Also war es immer schon so ein bisschen kibbelig? Immer schon, ja. Mhm. Meine Tochter ist eben so. Ich habe sie genommen, wie sie ist. Mhm. Und jetzt kann man ja fast sagen, dass die Gefahr besteht, dass sie stirbt. Ja, leider. Mhm. Hast du jetzt überlegt, morgen hinzufahren? Ich kann ja nicht hinfahren. Warum? Weil ich kein Auto habe und ich kann nicht laufen. Also du kannst auch nicht mit dem Zug fahren? Nee. Und da gibt es keinen in der Verwandtschaft, in Bekanntschaft? Nur einer, und der hat einen Arm im Gips, der kann nicht fahren. Der hat mich eher zu Ende Jahr 2000 immer hingefahren, Herr Götting. Mhm. Das ist eine schwierige Situation. Mensch, das muss doch jemand geben, der dich da hinfährt. Das kann ich gar nicht glauben. Es gibt keine Nachbarschaft. Ich hatte einen Bekannten, der wohnt unter mir. Mhm. Aber mit dem hat das keinen Sinn. Wir waren 20 Jahre, also befreundet mehr. Mhm. Mhm. Aber der ist immer nur am Streiten und ich kann es nicht mehr ertragen. Wie gehbehindert bist du denn? Bitte? Wie gehbehindert bist du denn? Ja, ich kann nicht laufen. Die Füße und die Hände und es tut mir ja alles weh. Also du könntest nicht ins Taxi steigen zum Bahnhof? Könnte ich ja, aber dazu habe ich das Geld nicht. Auch nicht bis zum Bahnhof? Bis zum Bahnhof, oder? Ach so, ja, das... Also bis zum Bahnhof, dann in den Zug einsteigen. Göttingen-Kassel muss es eine gute Verbindung geben. Und dann da wieder ins Taxi und ins Krankenhaus. Wäre das finanzierbar? Das ist es ja nie. Das geht auch nicht? Ich kriege nur eine kleine Rente. Mhm. Das ist ja leider so. Das heißt, du bist jetzt darauf angewiesen, auf die Telefonate, die ich noch kurz hingeführt habe. Mit den Ärzten? Ja. Mhm. Und die telefonieren auch mit dir, ohne dass sie dich jetzt... Die rufen mich dann auch an, die wissen Bescheid. Ja. Mhm. Das ist ja eine bedrückende Situation, würde ich sagen. Und wie? Mhm. Mir will das gar nicht noch nicht im Kopf, dass da ist eine ältere Frau wie du und die Tochter liegt vielleicht im Sterben und du kannst da nicht hin. Da muss es doch irgendeine Möglichkeit geben von irgendeinem Hilfsdienst, von, weiß ich, das Malteser oder Rotes Kreuz. Irgendjemand muss dich doch da hinfahren können. Da werden wir gleich mal drüber nachdenken, meine Leute im Hintergrund. Das verspreche ich dir jetzt schon mal. Gut. Bist du auch so besonders traurig, weil ihr weil ihr ein bisschen zerstritten seid und sie jetzt so krank ist? Ja, das auch, aber trotzdem, sie ist ja noch so jung. Mm, mm, mm. Das heißt, ihr habt auch gar nicht mal vorher darüber gesprochen, für den Fall, dass es... Wo ich noch groß Kontakt mit ihr habe, habe ich sie immer gefragt, warst du beim Arzt zur Kontrolle? Da solle sie jedes halbe Jahr hinkommen. Mm, mm. Das hat sie gesagt, ich habe mich gut gefühlt, sag ich, das spielt doch keine Rolle. Also Christa, jetzt drücken wir mal alle zusammen die Daumen, dass deine Tochter über den Berg kommt. Ja. Es klingt, so wie du es gerade beschrieben hast, schon schlimm, aber die Hoffnung ist ja da. Um halb eins habe ich mal mit ihrem Ärztin gesprochen. Vorhin, gerade um halb eins? Ja. Und was sagten die? Ja, das hat mich darauf vorbereitet, dass es kritisch ist. So. Und jetzt, wenn wir von... Aber wie sage ich das meinem Enkelsohn, wenn was passiert? Du musst dem Enkelsohn schon sagen, ich meine, der ist ja mittlerweile schon 11 Jahre alt, du musst ihm schon sagen, dass die Mama sehr schwer krank ist im Moment. Das musst du ihm sagen. Ja. Als erstes jetzt erstmal. Also es bringt jetzt nichts, gar nichts zu sagen und zu tun, als wäre alles quasi normal. Sag ihm, dass sie sehr schwer krank ist. Ja. So. Und dann... wollen wir mal alle hoffen, dass sie doch über den Berg kommt. Ich hoffe es.
Ja, so, und wir überlegen jetzt gleich mal, meine Kollegen im Hintergrund, ob es nicht irgendeinen Fahrdienst, irgendwas gibt, dass du mal nach Göttingen morgen kommst. Ah, oh, das wäre gut. Dass man da irgendwas arrangieren kann. Das heißt, du legst jetzt auf. Ja. Meine Psychologin, die Magdalene, ruft dich an. Ist gut. Dann überlegen wir mal. Vielleicht danke. Meldet sich auch bei uns jemand jetzt, du wohnst in Kassel, ne? Ja. Vielleicht von irgendeinem Hilfsdienst, der uns jetzt in Kassel zuguckt und dass wir da gleich einen Kontakt knüpfen können. Du möchtest einfach gefahren werden, du musst gefahren werden ins Krankenhaus nach Göttingen und wieder zurück. Ja. Ne? Darum geht es. Ja, richtig. So, und am besten morgen früh irgendwann. Ja. Ja. So früh möglich. Ja, das muss doch irgendwie möglich sein. Also liebe Kassler Hilfsdienste, meldet euch bei uns ganz schnell und meldet uns am besten unter domian@rde oder ruft an, dass wir Christa helfen können. So, wir rufen dich aber gleich nochmal an, Christa, du legst bitte auf. Recht schön, danke, Domian. Alles Liebe von Herzen. Danke. Auf Wiedersehen. So ihr Lieben, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, dann meldet euch 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Hinweis, am Montag gibt es keine Sendung wegen Karneval. Morgen gibt es auch keine Promi-Sendung wegen Karneval. Aber nächste Woche läuft dann wieder alles wie gewohnt. Und nächste Woche Samstag habe ich als prominenten Gast Desiree Nick bei mir. Und ich bin sehr gespannt, was sie uns und mir alles zu sagen haben wird. So, nun bin ich verbunden mit Lukas. Und Lukas ist 29. Hallo Lukas. Ja, morgen Domian. Da ist auch eine Nadine noch bei dir, ne? Lese ich hier. Das ist korrekt. Ihr seid ein Paar? Ja, am liebsten schon, am liebsten aber auch nicht. Aha, so, erzähl erstmal grob, um was es geht. Also im Groben ist sie die Ex-Freundin meines besten Freundes. Die Ex-Freundin von deinem besten Freund. Genau. Mhm. Die sind allerdings schon etwas länger, fast ein komplettes Jahr getrennt. Ja. Ich weiß aber von meinem Freund, dass er noch an ihr interessiert ist. Ja. Und aufgrund einer gemeinsamen Veranstaltung letzte Woche habe ich sie halt wieder getroffen. Aufgrund einer was? Die Leitung ist ja schlecht. Aufgrund einer gemeinsamen was? Einer karnevalistischen Veranstaltung. Ah ja. Mhm. Hat er sie eingeladen, halt mit dem Grund, um ihr wieder etwas näher zu kommen. So, da haben wir dann natürlich auch wieder getroffen. Mhm. So, dann haben wir da zwischendurch ein bisschen was gecheckt und aus diesem Shake ist mittlerweile dann purer Sex geworden und aus diesem puren Sex wird wohl oder übel. Ihr habt ein bisschen gecheckt, was heißt das denn? Ja, mal so ist ein bisschen Flirt hin und her, also, um den Freund ein bisschen aus der Reserve zu locken, halt mal Küsschen zuschmeißen, ne, so ein bisschen, ah, ich will dich und sowas reden, aber im Prinzip wirklich nur Spaß. So. Ja, aber du hast das mit ihr gemacht. Ja, ich habe das mit ihr gemacht und sie hat im Endeffekt ja jetzt drauf reagiert, weil seit geraumer Zeit haben wir nun mehr oder Sex miteinander. Ja. So. Und aus diesem puren Sex werden jetzt wohl auch Gefühle und aus diesen Gefühlen wird wohl dann irgendwann, wenn nicht irgendwas passiert, eine Beziehung. Ja. So, jetzt ist natürlich dahingehend das Problem, dass ich weiß, dass mein bester Freund noch an ihr interessiert ist. Ja. Okay, soweit habe ich das verstanden. Es geht um Nadine. Ja, die kannst du auch gerne mal sprechen. Dann gib mir mal bitte die Nadine. Hm? Einen Moment. Ja. Hallo. Hallo Nadine. Ja. Also die Vorgeschichte habe ich jetzt verstanden. Was mich jetzt erstmal ganz brennend interessiert ist, bist du noch an dem Freund von Lukas interessiert? Nee, ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Die Sache ist gegessen. Die ist für mich gegessen, ja. Seit über einem Jahr schon, sagen wir, okay, wir waren halt damals auch nur 3 Monate zusammen. Ach so, nur. Nur, ja, und weil irgendwie war doch nicht die Gefühle so, wie sie sein sollten. Ja. Und bin halt in Kontakt geblieben und dadurch hatte den Lukas jetzt wieder getroffen, sagen wir mal nach einem Jahr circa. Ja. Und sag ich, alles Scheiße, was da jetzt gelaufen ist, sage ich einfach mal. Sagen wir, bereuen tue ich im Prinzip nichts. Mhm. Ich weiß nur, dass wir, denke ich, einen Fehler machen. Aber ich was, sag, du denkst, dass ihr einen Fehler macht? Ja. Warum? Weil ich denke mir, bei ihm steht auf jeden Fall die Freundschaft zu meinem Ex-Freund jetzt auch auf dem Spiel. Ja, und bei dir? Bei mir im Prinzip nicht so viel. Bei dir gar nichts? Nee. Würde ich mal sagen. Meine Frage dann auch noch an dich. Was empfindest du denn jetzt für den Lukas? Bist du ein bisschen verknallt in ihn? Es ist auf einem sehr guten Weg. Also die Grundlagen sind schon mal gebaut. Auf jeden Fall, sagen wir, ist auf jeden Fall mehr als ihn mögen, sagen wir so. Ja, so, jetzt will ich dir mal ganz spontan sagen, ich bin ja immer ein Prediger für Loyalität Freunden gegenüber. Mhm. Wirklich, also das ist, sage ich ja immer, dass das Tabu ist, da irgendwie jemanden anzubaggern. Aber
In diesem Fall finde ich das völlig okay, wenn ihr zueinander kommt. Du bist von seinem Ex-Freund über ein Jahr getrennt. Mhm. So, du hast überhaupt gar kein Interesse an dem Ex-Freund. Mhm. So, das sind zwei ganz dicke Fakten. Dann müssen die beiden Männer miteinander reden und sagen und sich unterhalten. Nachdem muss Lukas mit ihm reden und sagen, pass mal auf, hier so und so. Du hast eh keine Schnitte mehr bei ihr. Bei uns läuft was und ich weihe dich jetzt ein, aber das nimmt jetzt so seinen Lauf. Finde ich völlig in Ordnung. Klar, aber ich denke mir, okay, ich sollte mit ihm jetzt, also mit meinem Ex-Freund jetzt schon noch ein Gespräch führen, weil wo einfach klipp und klar gesagt wird, ich will nichts mehr von ihm. Ich hoffe, dass du das schon lange gesagt hast. Das ist ja die Sache eben nicht. Sag mal, bis jetzt hat es doch nicht wirklich Gelegenheit ergeben. Wie? Seit einem Jahr gibt es keine Gelegenheit, dass du sagst, hier Schluss, definitiv? Nein, sag mal, Schluss war auf jeden Fall. Nur jetzt fängt er langsam jetzt wieder an, was von mir zu wollen. Ja. Und diesen Schritt ihm zu sagen, nein, ich möchte nicht mehr. Sag mal. Ja, warum hast du den noch nicht gemacht? Bitte? Warum hast du den noch nicht unternommen? Aber es ist jetzt noch nie die Gelegenheit da, weil ich denke mir zum Beispiel... Aber du hast bestimmt eine Handynummer von ihm. Das habe ich natürlich. So, kann man anrufen oder schicken eine SMS? Vielleicht bin ich da auch zu feige. Ja, aber was hast du denn zu verlieren? Du sagst doch einfach nur, was deine Gefühle sind. Das ist wohl wahr. Wer hat eigentlich damals Schluss gemacht, du oder er? Ich. Du, weil du keinen Bock mehr hattest. Genau. Also, Nadine, von deiner Seite aus ist der Fall für mich sonnenklar. Ich rede gleich mit Lukas nochmal, aber du musst dir nur wirklich keinen Kopf machen. Das Einzige, was du machen musst, ist dem wirklich so schnell wie möglich klipp und klar zu sagen, hier, nein, ich will mit dir nichts zu tun haben. Also zumindest nicht beziehungsmäßig. Naja, nur ich denke mal, da ist irgendwie dann doch das schlechte Gewissen da von meiner Seite aus. Warum? Du hast doch, du machst doch nichts Schlimmes. Nee, das nicht, aber ich denke mal, da ist eigentlich so ein Tabuthema, sag ich mal, die Freunde von einem Ex. Da tue ich mir schwer mit. Also ich bin, sag mal, mit den Nerven momentan fix im Fall. Ich habe eben gesessen und geheult. Oder? Ja, aber ich finde, da ist ein Jahr zwischen. Und das muss eine Freundschaft auch aushalten können. Also wie viel Zeit soll denn noch vergehen, bis man dann die Ex von einem Freund vielleicht... das muss doch möglich sein. Theoretisch ja. Ja, finde ich schon. Also von deiner Seite aus wirklich klare Ansage hier, wenn so schnell wie möglich ihm sagen, falls er sich Hoffnung machen sollte, falls du ihn sogar noch ein bisschen Hoffnung gemacht hast, definitiv nix, da läuft nix. So, und jetzt gibst du mir Lukas nochmal. Mach ich. Nadine, alles Gute. Okay. Tschüss. Tschüss. Ja. So, Lukas, ich weiß nicht, hast du mitgehört gerade? Ja, ein bisschen schon. Ja. Also ich finde den Fall klar. Ich finde, dass du dir da keinen Kopf machen solltest. Nee, den haben wir auch ehrlich gesagt nicht wirklich gemacht. Du musst dich nur mit deinem Freund, ist das dein allerbester Freund? Ja, zählt auf jeden Fall zu, definitiv. Für den allerbesten Freund. So, da musst du dich natürlich ganz schnell mit ihm zusammensetzen und sagen, pass auf, Junge, so und so ist es. Ihr seid ja getrennt, Nadine will von dir nichts mehr. Ich habe mich in die verknallt. Lass mich. Das muss die Freundschaft gewähren können. Das muss möglich sein. Ja, so sehe ich das ja eigentlich auch. Du spannst sie ihm ja nicht aus. Wenn du sie ihm ausspannen würdest, dann würde ich dir den Kopf jetzt waschen. Aber so ist das okay. Nee, das ist ja, was sie auch schon sagt. Wir haben im Prinzip, für alle, was wir bis jetzt gemacht haben, was hier bei uns abgegangen ist, überhaupt kein schlechtes Gewissen. Ja. So, was das angeht. Ich meine, wenn er gestern mit dir zusammen gewesen wäre, ich hätte sie dann abgeschleppt und dann hier mit zu mir nach Hause genommen, hätte Sex gehabt, okay, hätte ich schon sagen können, okay, ich bin ein riesen Arschloch. Ja. So, aber das liegt dann ja zwischen. Ja. Was sie eben nicht richtig erzählt hatte, sie waren ein Jahr lang nur mehr oder weniger telefonisch per SMS im Kontakt. So, jetzt hat sie sich ja letzte Woche erst wieder getroffen. So, und da hat er dann wieder seine Gefühle ihr gegenüber geäußert. Mhm. Und deswegen hat sie jetzt noch nicht die Möglichkeit, ihm noch was zu sagen. Sie hat es ihm ja schon mal gesagt. Gut, habe ich ihr gerade aber geantwortet, dann soll sie ihn anrufen oder sie schickt ihm einfach eine SMS und dann ist es klar. Das werden wir dann auch am besten morgen früh direkt machen. Ja. Weil je früher es raus ist, ja, desto besser. Finde ich auch. Und dann musst du mit ihm natürlich auch reden. So viel Rückgrat musst du schon haben. Nee, das werde ich auch haben, definitiv. Mhm. Nicht, weil es ganz blöd ist nämlich, wenn er das dann irgendwie über andere erfährt, dass ihr beide was habt. Das musst du ihm sagen. Du musst der Erste sein, der ihm das sagt. Das wollen wir ja sehr definitiv komplett umgehen. Nicht, dass uns irgendeiner sieht. Ja. Freund meint, er müsste ihm das erzählen und er erfährt es über drei Händen, wieder mit Halbwahrheiten bestückt. Nein, er muss es von uns weit klipp und klar, so wie es dann für ihn vielleicht tun wird, vielleicht denkt er auch, ja, leck mich am Arsch. Ja, ja. Vielleicht ist es ihm dann ja auch egal, vielleicht. Vielleicht hast du mehr Glück mit ihr als ich wünsche dir das Gute, ne? Genau. Hoffen wir das mal so, dass es so ausgeht. Lieber Lukas. Ja, alles gut. Euch beiden alles Gute und viel Glück. Jo, schickst du uns bitte noch ein paar Autogrammkarten zu. Dann legst du bitte auf und dann rufen wir dich nochmal an wegen der Anschrift, okay? Oh, alles klar. Tschüss. Tschüss. Lukas und Nadine waren das. Hier ist Anne und Anne ist 40 Jahre alt. Hallo Anne.
Domian? Ja, hallo Anne, grüß dich. Ja, ich habe sie jetzt im Bild, aber ja. Den Ton abgestellt. Ja, den Ton sollst du auch abstellen. Ich denke mir, wegen des Rückhörers. Genau. Ja, Domian, also bei mir ist, also erstmal, ich möchte erstmal eins sagen. Ich habe das eben mitbekommen von der älteren Dame, die ihre Tochter nicht besuchen kann. Mhm. Und ich habe mir gedacht, das kann überhaupt nicht sein, dass jemand also eine Entfernung von 50 oder 60 Kilometer nicht überbrücken kann. Und wir würden also gerne 30 Euro spenden, halt eben, dass die alte Dame also sich wenigstens eine Taxe nehmen kann. Es reicht nicht wirklich, aber vielleicht ist da noch jemand bereit oder meldet sich, der da irgendwie noch was dazu tun würde. Ja. Und ja. Ist aber schwierig, wie machen wir das jetzt so schnell? Sie muss ja morgen fahren. Wie kommt sie jetzt so schnell an das Geld? Wie kann man das organisieren? Ja, ganz einfach. Also ich denke mal, wenn man also einen Blumenstrauß irgendwo bestellen kann, in einem Laden und bekommt später die Rechnung, so denke ich auch, wird eine Taxizentrale mit Sicherheit auch bereit sein, auf eine entsprechende Anweisung oder Überweisung zu warten. Ja. Ich denke mal, dass das mit Sicherheit möglich ist. Also der Möglichkeiten gibt es viele. Ja, finde ich eine sehr gute Idee. Du wärst bereit, 30 Euro zu spenden. Auf jeden Fall. Das heißt, wir werden dich dann auch gleich nochmal irgendwie zurückrufen. Auf jeden Fall. Ich würde auch gerne meine Kontonummer geben. Ja. Und dann möchte ich eins sagen zur Problematik Mutter und Kind und unheilbare Krankheit. Mhm. Ich bin also selber betroffen. Bei mir ist im Jahre 2002 eine unheilbare Lungenerkrankung festgestellt worden, die ererbt ist. Wie heißt die? Beiden Eltern. Wie heißt die Krankheit? Alpha 1. Alpha 1. Die kennt keinen Mensch. Aha. Also wenn überhaupt dann die Fachärzte. Ja. Was und ist auch nur sehr selten. Also Alpha 1 ist eine Lebererkrankung. Und zwar ist es so, dass hast du nicht gerade Lungenerkrankung gesagt? Ja. Alpha 1 ist eine Lebererkrankung. Und zwar kann die Leber ein bestimmtes Enzym nicht herstellen, was die Lunge dringend benötigt. Ach, ich verstehe. Um die sogenannten Alveolen elastisch zu halten. Mhm. Das ist wie beim Motor, denke ich mal, der Sprengstoff. Mhm. Beim Automotor, das heißt, die Lungenbläschen platzen und es entsteht ein sogenanntes Emphysem. Mhm. Mhm. Und das ist bei mir also schon sehr weit fortgeschritten. Ich bin im Stadium Gold 4. Das ist wohl also das stärkste Stadium, schlimmste Stadium. Und im Jahre 2002 wurde ich schon mit den Worten empfangen vom Arzt, ja, bei ihren Werten kann man fast bei einer Transplantation nachdenken. Das heißt, sowas steht dir bevor? Ich befürchte ja. Aber ich bin das wäre also ein Jahr, also im Jahre 2002, zu keinem Arzt gegangen. Zu keinem also erstmal, ich bin nach der Klinik in Essen, wo ich also super, super tolle, wo super, super tolle Ärzte sind. Da ist also ein super, super toller Arzt. Also der Mann ist einfach, man kann es nicht beschreiben. Er betreut uns Alpha 1 Patienten, engagiert sich, was unbeschreiblich ist. Engagiert in seiner Freizeit samstags, also Patiententreffen, einmal im Jahr, wo auch Vorträge gehalten werden. Wenn ich zu der Krankheit noch eine Frage stellen darf, ist das mit starken Schmerzen verbunden auch? Überhaupt nicht. Überhaupt die Lunge nicht. Tut nicht weh. Merkt man denn, dass du schlecht atmen kannst? Oder? Nein, das ist ja gerade das Problem. Ich war immer, wie soll ich sagen, ich bin jetzt auch ein bisschen, also ich muss jetzt auch gucken, dass ich ein bisschen Luft kriege. Also es ist also einfach so, was für mich sehr, sehr schwer war, was ich aber auch im Jahre 2002 noch nicht so wirklich gemerkt habe. Ich war also wirklich ein Workaholic. Also sowohl im Beruflichen als auch im Privaten. Ich hatte eine riesengroße Wohnung, ich wohnte mit meinem Verlobten zusammen mit, ich weiß nicht, 20 Fenstern. An einem Samstag habe ich alle Fenster geputzt. So, und dann bekam ich im Jahre 2000 diese Wahnsinnsgrippe, diese englische Grippe, wo ich eine Wahnsinnsatemnot bekam. Achso, die hat die Grippe das ausgelöst? Die Grippe hat, wir Patienten dürfen keinen Infekt bekommen. Verstehe. Also jetzt, in keinster Weise. Jetzt wäre für dich die Lebensrettung, wenn du transplantiert werden. Irgendwann. Ja, jetzt muss ich mal fragen, da bin ich nicht so bewandert. Ist eine Lungentransplantation schwieriger oder leichter als eine Leber oder ein Herz oder ist das alles irgendwie gleich? Nein, es ist bei der Lungentransplantation, das ist einfach so. Ich habe also Patienten kennengelernt, ein Bekannter von mir oder ein Mitpatient von mir ist transplantiert. Es ist einfach so, dass die Immunsuppression, die sogenannten Medikamente gegen die Abstoßung, relativ hart sind, weil die Lunge ist ein Organ, das ständig mit der Außenwelt in Kontakt ist. Mhm. Ja, durch das Atmen, heißt, ne? Bitte? Durch das Atmen eben. Durch das Atmen. Mhm. Man darf aber auch bei der Ernährung, ist es so, dass man also nichts mehr irgendwie von der Erde essen darf oder ungeschält, ungekocht.
Essen habe. Also mit der Ernährung bin ich jetzt nicht gerade so informiert. Mhm. Also ich weiß, mein Bekannter zum Beispiel, der dürfte, also man darf keine Erdbeeren mehr essen. Mhm. Oder weil die Lunge allergisch auf reagiert? Oder? Ja, weil Infekte entstehen können. Die Immun... Also da liegt ein sehr schwerer Weg vor dir. Ja, und es ist ganz einfach so. Ja, wie gesagt, also 2000 ist das also irgendwie ausgebrochen. Mhm. Und ich habe das große Pech gehabt, das sagte ich auch eben ihre Mitarbeiter, dass ich bin also nach dieser englischen Grippe, ich bekam Codein, weil die Grippe mit einem wahnsinnigen Husten verbunden war. Mhm. Und dieses Codein habe ich, da bin ich sehr, sehr vorsichtig mit umgegangen, weil mein Verlobter damals sagte mal zu, das kann einen Gehörsturz auslösen. Mhm. Und da ich damit auch angetan bin, bin ich also mit dem Codein sehr vorsichtig umgegangen. Ja. Also. So, und diese paar Tropfen, die ich nahm, reichten aus, um Atemnot zu kriegen. Mhm. Und als ich diese Grippe hinter mir hatte, bin ich zum Lungenfacharzt gegangen. Und dann ist es rausgekommen? Nee, eben nicht. Nee. Der hat also... Hallo? Jetzt ist Anne weggebrochen, aber wir haben ja die Telefonnummer und werden sie auf jeden Fall zurückrufen wegen ihres sehr freundlichen Angebotes bezüglich der 30 Euro. Dann machen wir jetzt weiter mit Nadine und Nadine ist 19 Jahre. Hallo Nadine. Hallo. Hallo Nadine. Hoffentlich bleibt unsere Leitung bestehen. Um was geht's bei dir? Also es geht um mich und meinen Freund. Ja. Wir sind jetzt 1,5 Jahre zusammen. Ja. Und ich habe vorgestern rausgekriegt, dass ich in der 5. Woche schwanger bin. Aha. Ja, und das Problem ist jetzt dabei, ich weiß nicht, wie ich es ihm sagen soll. Du bist auf jeden Fall sicher, dass er der Vater ist? Ja. Du bist nicht fremdgegangen? Nein. Hm? Ich bin ein treuer Mensch. Nein, man kann ja mal fragen. Die Welt ist ja voller, das Böse ist ja überall. Wie alt ist er? Er ist 21. 21, anderthalb Jahre. Er wird in 3 Wochen 19 eigentlich. Na gut, 1,5 Jahre zusammen, das heißt, es ist ja schon eine ganz gute Zeit. Wie ist eure Beziehung? Ist das eine gute Beziehung? Liebt ihr euch oder kriselt es schon mal? Also, wir lieben uns. Es gab jetzt schon, wir haben uns 5 Monate lang nicht gesehen. Mhm. Weil er wohnt nicht, also ich wohne in Münster und er wohnt in Hasum. Wie viele Kilometer sind das? Das kann ich jetzt nicht so genau sagen. Also es sind auf jeden Fall 3,5 Stunden mit dem Auto entfernt. 3,5 Stunden mit dem Auto. Hast du gerade gesagt, 5 Monate oder 5 Wochen nicht mehr gesehen? 5 Monate. 5 Monate? Ja, weil ich bin im Heim aufgewachsen. Also ich habe. Moment, du bist in der 5. Woche schwanger? Wie geht das denn dann? Nein, das wir haben uns ja nach den 5 Monaten wieder gesehen. Also Weihnachten und so kam er ja runter, Ach so, aber davor ging es ja nicht. Ich dachte, du hättest ihn die letzten 5 Monate am Stück nicht gesehen. Ja, das stimmt ja auch. Aber er kam ja Weihnachten runter. Aber dann hast du ihn noch gesehen. Ja, ja, aber das war ja davor die Zeit noch, wo wir uns nicht gesehen haben. Ja, also hast du ihn doch jetzt vor kurzem gesehen. Ja. Ja. Mhm. Und wieso seht ihr euch so selten? Ja, ich habe im Heim gelebt und habe das Geld nicht dafür gehabt, runterzufahren. Ja. Und weil ich habe nicht viel Geld gekriegt. Ja. Und was macht er? Kann er das auch nicht finanzieren? Sehr schwer ist das bei ihm. Was macht er vom Beruf? Fahrzeuglackierer. Ja, aber er hat einen Job. Ja, er hat einen Job. Ja. Ich hatte auch einen bis letztes Jahr, aber ich musste meine Ausbildung abbrechen wegen meiner Mutter. Ja, aber dann müsste er doch eigentlich, muss es doch Möglichkeiten geben, wenn er einen Job hat, doch öfter mal zu dir zu kommen. Ja, er hat auch viel Schulden. Ach so. Mhm. Früher auch. Also das heißt, die Beziehung findet gar nicht so oft statt. Nicht so oft wie jetzt. Also jetzt ist er mehrfach hier. Ach, jetzt ist er mehrfach da. Ja, jetzt so öfters, weil er ja auch so, also er hat seine ganzen Schulden weg. Ja. Jetzt habe ich nur noch so ein paar Schulden, aber die sind jetzt auch bald weg. Die Grundfrage war ja gewesen, wie so eigentlich die Stimmung zwischen euch beiden ist. Wie ist die Beziehung? Ist die gut? Liebt ihr euch jetzt sehr? Jetzt ist die wieder gut. Mhm. Also jetzt ist die richtig gut. Würdest du sagen, dass du glücklich bist mit ihm? Ja. Das schon. Du liebst ihn? Ja, und er liebt mich auch, das weiß ich. Mhm. Wie ist denn das jetzt mit der Schwangerschaft? Möchtest du das Kind haben? Ja, ich will es haben, aber eigentlich will ich noch keine Kinder haben, weil ich will erst meine Ausbildung machen und so. Und er will auch keine Kinder haben, noch nicht, weil er will auch erstmal seine Ausbildung fertig haben und alles. Ja. Und er will, dass ich meine Ausbildung fertig habe. Das heißt, ihr habt schon drüber gesprochen mal? Ja, wir haben da schon drüber gesprochen. Ich habe da mit meinem Vater auch drüber gesprochen. Ja. Mein Vater ist auch gegen eine Abtreibung. Mhm. Nun weiß man ja, wie man in der Regel das verhindern kann, indem man verhütet. Warum habt ihr nicht verhütet? Ich nehme die 3-Monats-Spritze. Ja. Aber in den 3 Monaten hatte ich einen Eisprung.
Aha, und, also die Geschichte der großen Ausnahme mal wieder. Und ihr habt, ja, genau. Und ihr habt keine Kondome benutzt? Nein. Mhm, ja. Wer vielleicht doppelt gemoppelt hält besser. Genau. Ja, aber nun ist es passiert. Ja. Du willst das Kind haben. Du hast mit deinem Vater auch schon gesprochen darüber. Ja. Und deine Mutter? Hast du mit der Kontakt? Nein. Nein. Ich weiß nicht, wo die ist. Und der Vater sagt, okay, er findet das auch richtig. Ja. Mhm. So, ja, Nadine. Nur mein Freund ist das Problem, ich weiß nicht, wie ich ihm das sagen soll. Da er ja keine Kinder haben will, noch keine Kinder haben will, ja, hat er, meint er immer so, wenn ich jetzt schon eher schwanger werden sollte, dann würde er mich verlassen. Das hat er so gesagt schon? Ja. Das ist aber hart, ne? Ja, das war ziemlich hart. Finde ich sehr hart. Dann soll der junge Mann nochmal, verdammt nochmal, auch dafür Sorge tragen, dass du nicht schwanger wirst und sich nicht nur auf dich verlassen. Indem ja, er sich zum Beispiel die Hütchen aufsetzt. Ja. Ne? Nur, ich weiß jetzt noch nicht, wie ich ihm das so sagen soll. Mhm. Weil er kommt morgen und... aber Nadine, die Frage ist immer so, wie soll ich das sagen? Indem du es sagst, indem du es ganz klar sagst, pass auf, mein Lieber, ich bin schwanger. Ja, aber wir beide haben nicht richtig aufgepasst. Ihr beide seid schuld, sofern man von Schuld sprechen kann. Ihr beide habt es zu verantworten. Ja, ich hab, das ist die größte Angst, die ich habe, dass er mich dann sofort, also dass er direkt wieder fährt und nach Hause fährt. Mhm. Das ist meine größte Angst. Ja, Nadine, aber was willst du machen? Du halt, wenn du dich entschieden hast, du möchtest das Kind haben, ja, musst du es ihm, ob du es nun diese Woche sagst oder nächste Woche, du musst es ihm sagen. Mhm. Wenn der Typ sich deshalb von dir entfernt, ist der Typ nicht in Ordnung. Der muss jetzt zu dir stehen. Und das müsst ihr jetzt gemeinsam durchziehen. Ja. Ne? Wenn er nicht zu dir steht, dann musst du es alleine durchziehen und musst den Schmerz und die Traurigkeit auch aushalten, dass er dich verlässt. Ich fände es sehr schlimm, wenn er dich verlassen würde, weil er hat es mit zu verantworten. Ich sage es nochmal. Mhm. Er hat seinen Spaß gehabt und du hast auch deinen Spaß gehabt. Ja. Ihr habt beide nicht klug genug überlegt, dass man sich vielleicht doppelt absichern sollte, mhm, weil deine Überlegung ist natürlich richtig. Erstmal die Lehre machen, erstmal ein bisschen im Leben zurechtkommen und dann schwanger werden, ist natürlich der bessere Weg, finde ich auch. Ja, ist klar. Aber also es gibt meine Betreuer sagen selber so, die haben auch von Anfang an gesagt, so ja, du musst es ihm irgendwie sagen. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, wie ich es ihm sagen ja soll. Und meine Betreuer, die werden auch voll hinter mir stehen. Ja, ich finde ja auch, es gibt ja genügend auch junge Leute und junge Mütter, die das schaffen. Ja, ne, dann ist das vielleicht jetzt ein bisschen, verzögert sich das bei dir etwas, aber wenn du es willst, schaffst du auch später deine Lehre und kannst das alles irgendwie unter einen Hut kriegen. Ist natürlich eine größere Belastung, aber schaffen kann man das schon. Ja, ja. Schaffen kann man das schon. Du musst es ihm, wenn er jetzt am Wochenende kommt, du musst es ihm sagen. Du musst es ihm wirklich sagen. Da gibt es gar keinen Weg dran vorbei. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich das irgendwie alleine schaffe. Ich glaube, ich mache das mit meinem Papa zusammen. Ja, ist okay. Finde ich okay. Wenn dein Vater dabei sein möchte und du möchtest das auch, finde ich das vielleicht sogar noch besser. Dann kann er vielleicht auch ein bisschen auf ihn einreden und finde ich gut. Finde ich eine gute Lösung. Dann bitte deinen Vater dazu zu kommen und dann wird darüber gesprochen, ja. Und dann muss ein Plan gemacht werden. Und wenn er dann aggressiv und zickig reagiert, dann spricht das nicht sehr für ihn, finde ich. Ja, weil ich wollte wieso, dieses Jahr oder nächstes Jahr wollte ich wieso zu ihm ziehen. Mhm. Und es hätte auch geklappt, das auf jeden Fall. Ja. Und er versteht sich super mit meinem Vater. Ja. Und er meinte so, auch wenn es irgendwie mal passieren sollte, aber trotzdem wird er Schluss machen und die Freundschaft wird dann wohl bestehen bleiben. Ja. Aber das werde ich dann nicht durchhalten können. Nee. Lass uns noch nicht so weit spekulieren. Vielleicht, ich hoffe ja immer noch, dass er morgen vielleicht auch im ersten Moment dann vielleicht sehr erschreckt ist oder ein bisschen geschockt ist, aber dann doch zur Besinnung kommt und sagt, okay, ich hab dich lieb, du bist meine Freundin und ich wollte es auch jetzt noch nicht, aber jetzt ziehen wir das beide auch gemeinsam durch. Ich meine, er hat ja immerhin schon seine Lehre beendet und er hat seinen Job. Ja, fast hat er so fertig. Okay. Er ist dieses Jahr fertig. Okay, das ist ja dann schon mal eine ganz gute Grundlage. Ja. Dann hängt ihr nicht beide in der Luft. So, die Idee mit dem Vater finde ich gut. Mach das zusammen mit deinem Papa und sag's ihm jetzt, wenn er am Wochenende kommt. Okay? Ja, okay. Alles Gute und viel Glück. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist der Thomas. Und Thomas ist 29. Hallo, Thomas. Hallo. Mein Thema ist Ärztefusch. Ja, inwiefern? Und zwar bin ich vor 4 Jahren nach einem Tennisunfall. Thomas, ich muss hier kurz unterbrechen. Ich bekomme hier eine Mitteilung, da muss ich mal richtig hingucken.
Hier steht eine Lösung für Christa. Christa ist unsere Anruferin von vorhin, die dringend eine Mitfahrgelegenheit oder eine Fahrgelegenheit von Kassel nach Göttingen sucht. Ja. Also eine Lösung für Christa ist gefunden. Sie wird morgen ihre Tochter besuchen. Bitte nicht mehr dazu anrufen. Ich freue mich sehr, dass da ist irgendwas geschehen. Wir haben eine Lösung gefunden. Christa kann nach Göttingen. Das ist sehr schön. So, das als Zwischenhinweis jetzt zu dir, Thomas. Dein Thema ist Ärzte. Fusch. Gut, super. Also ich liege jetzt im Krankenhaus. Ja. Ich telefoniere vom Krankenhaus aus. Ärztefusch war halt, ist halt dadurch gekommen, dass sie nicht sauber gearbeitet haben. Was haben die denn gemacht? Was ja, ich habe eine Innenmeniskusoperation gehabt. Mhm. Nach dem Tennisspielen habe ich mir den Innenmeniskus gerissen und bin danach dann arthroskopisch operiert worden. Mhm. Allerdings nicht ambulant, sondern im Krankenhaus. Ja. Und dann haben sich diese Krankenhausbakterien da in das Knie verwurzelt. Sehr unangenehm. Ja, das kann man so sagen. So, ich habe jetzt mittlerweile 37 Operationen. 37 Operationen? Ja. 37 Operationen? Ja, und 7 Operationen davon richtig große, ne? Wo bist du überall operiert worden? Bitte? Wo bist du operiert worden? Die haben gesagt, ich darf keinen Namen sagen. Nein, das meine ich auch nicht. Nein, immer an der Stelle oder an verschiedenen Stellen im Körper? Ja, am Knie. Immer am Knie? Weil da der Herd der Bakterien ist? Ja, der ist im Knochen, der ist im Unterschenkelknochen. Mhm. Da sind 2 Herde. Und die Operationen sind immer gemacht worden, um Herr zu werden über die Bakterien. Ganz genau. Und das ist ja unglaublich, 37 Mal. 37 Mal ist es nicht gelungen. Ja. Das heißt, wie lange befindest du dich jetzt schon im Krankenhaus? Ja, also... Mit Unterbrechungen vielleicht? Also mit Unterbrechungen, ich sag jetzt mal von 2000 bis jetzt lag ich bestimmt 1,5 Jahre im Krankenhaus. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Und jetzt im Moment wieder? Ja, und jetzt im Moment wieder. Ich wollte eigentlich Karneval feiern, bin dann aber heute zur Ärztin gegangen und Frau Doktor sagt, nee, ab ins Krankenhaus. Ich kann das nicht verantworten. Das heißt, du hast wieder Probleme, du hast wieder Schmerzen? Und ja, ich habe wieder Schmerzen und ist halt dick. Mhm. Vielleicht hört man das auch. Ich habe Schmerzmedikamente gekriegt, vielleicht lalle ich so ein bisschen. Also, und du führst das darauf zurück, dass da wirklich ein Ärztefusch vorliegt, dass das nicht zu den, sage ich mal, normalen Risiken einer Operation gehört, dass das irgendwie da eindringen kann, frage ich jetzt mal so, ich weiß es nicht. Nein, das ist ganz klar, die Krankenkasse hat gegen den schon geklagt und auch gewonnen. Und auch gewonnen? Ja. Das heißt, was heißt das für dich, wenn die Krankenkasse gewinnt? Für mich heißt das nichts. Das heißt, aber du kriegst für die heißt das halt, dass die Kosten erstattet. Aber du kriegst kein Schmerzensgeld? Nein. Könntest das müsste ich dann auf dem Zivilklageweg machen. Planst du das? Wenn ich mal Geld wieder habe, ja. Da gibt es ja so Verbände von Initiativen, von geschädigten Patienten, weißt du das? Nee. Ja, dann würde ich dir gleich gerne auch noch eine Anschrift geben. Da kannst du dich mal mit Leuten zusammentun, die in ähnlichen Situationen sind oder waren. Und da kann man gute Informationen austauschen und auch entsprechende Fachanwälte bekommen. Geben wir dir gleich am Ende des Gespräches. Mhm. Mhm. Gut. Wie gehst du seelisch damit um, wenn man so immer wieder operiert werden muss und Schmerzen aushalten muss? Ja gut, also ich war zuerst bei einer Psychotherapeutin. Mhm. Das hat mir aber nicht viel gebracht. Weil die Psychotherapeutin, die ist in die Kindheit reingegangen und dann nach oben. Aber das hat ja gar nichts mit der Kindheit zu tun, ne? Nee, es geht einfach darum, dass du das jetzt irgendwie aushältst. Ganz genau. Mhm. Und mein Problem ist, ich ging jetzt zum Psychiater, nicht? Und der hat mir Antidepressiva verschrieben. Und mein Problem, also... Was vielleicht, sage ich jetzt mal so, was vielleicht in dem Moment, in der Situation, in der du bist, wenn das ein guter Psychiater ist, gar nicht das Falscheste ist, ne? Um dich ein bisschen stabil zu halten, damit du nicht jetzt seelisch auch noch völlig zusammenbrichst, was ja verständlich wäre nach der Belastung. Ja, ganz genau. Und mein größtes Problem ist halt,
ja, erstmal die Angst vor den Operationen, das wird immer doller, ne? Mhm. Also auch die Schmerzen nach den Operationen wird immer doller, weil das ist irgendwie so ein Phänomen. Wenn du einmal operiert bist, beim zweiten Mal wird es doller. Nicht? Weil man das wohl dann schon kennt und so. Sag mal, das ganze Knie muss doch eine einzige Narbenlandschaft sein, ne? Nach 37 Operationen. Ja, die schneiden immer wieder ins selbe, immer wieder in dieselben Löcher rein. Besteht denn die Gefahr, wenn die das nicht in den Griff bekommen, dass... Das steht jetzt zur Debatte. Was steht zur Debatte? Ja, steht jetzt zur Debatte, dass ich 4 bis 6 Monate hier bleibe. Mhm. Solche Fixateure, ich weiß nicht, ob du die kennst, in Oberschenkel, Unterschenkel bekomme. Und das sind so Eisenstangen, die rausragen aus dem Bein. Ja. Und die zusammengebunden werden, sodass an dem Knie, dass man das Knie nicht mehr bewegen kann. Mhm. Gar nicht. Mhm. Das geht auch nicht mit dem Gips oder so, weil das darf gar nicht bewegt werden. Und dann halt über die Zeit jede Woche einmal eine arthroskopische Spülung gemacht. Ist das schlimm? Ist das eine Tortur? Was ich gerade eigentlich fragen wollte, ich will es gar nicht beschwören und ich will es nur ganz kurz mal fragen, da ist aber nicht irgendwie im Gespräch Amputation oder sowas. Doch. Also die Ärzte haben mich gefragt, ob ich das machen möchte oder die Amputation. Mhm. Und ich weiß, weißt du, auf der einen Seite denke ich mir, boah, wenn das Bein ab ist, dann hast du die Schmerzen weg. Mhm. Dann kannst du vielleicht eine Prothese kriegen. Mhm. Da kannst du vielleicht auch wieder mit arbeiten. Mhm. Nicht? Aber andererseits denkt man ja auch, dass man vielleicht alles unternehmen will, um das Bein zu retten. Ne? Ja, ganz genau. Und das ist die andere Seite. Nicht? Vielleicht klappt es ja. Sag mal, nachweislich, ich muss es nochmal fragen, das ist ja wirklich unglaublich. Nachweislich hat da ein Chirurg damals, der erste Chirurg, Mist gebaut und hat das nicht ordentlich versorgt, die Wunde. Ja. Boah, also krass. Nicht ordentlich versorgt, sondern in dem OP ist dieser Keim, der war in diesem OP. Ja. Und somit trägt dann der Chirurg die Verantwortung? Ja. Mhm. Ganz genau. Mhm. Boah, ist das schlimm, Thomas? Das musst du ausgehalten haben. 37 Mal operiert. Und jetzt, aber du hast dich jetzt für diese Tortur entschieden? Montag soll ich sagen. Hm. Und ich werde es wahrscheinlich machen. Aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Niemand von uns kann sich in dich hineinversetzen. Ja. Dennoch würde ich so von mir aus jetzt so ganz spontan sagen, vielleicht liege ich auch völlig falsch, ich würde mich, glaube ich, auch dafür entscheiden. Aber ich kann nicht ermessen, was es bedeutet, schon so viele Jahre, so viele Schmerzen zu haben und so mürbe zu sein vielleicht auch. Das weiß ich nicht. Domian, was ich noch sagen wollte, das Schlimmste ist so, wie man sieht, was man für Freunde hatte. Ne? Mhm. Als noch Jochea He war, waren sie alle da. Ne? Das glaube ich. Und man kommt auch gerne mal am Anfang ins Krankenhaus. Ne? Ganz genau. Und aber jetzt ist gar nichts mehr. Das glaube ich. Gar nichts mehr? Auch nicht einer übrig geblieben? Nee, gar nichts mehr. Hast du denn Familie, die zu dir hält? Ja, gut, meine Eltern, ne? Mhm. Aber die sind auch selbstständig und die haben auch nicht viel Zeit. Mhm. Meine Schwester und meine Oma, die kommen schon ab und zu. Aber kein Freund von damals? Nee, nichts übrig geblieben. Warst du damals in einer Beziehung? Ja, aber das ist Schluss deswegen gegangen. Auch deswegen? Ja. Ja, weil dann gab es eine Zwischenzeit, da war ich dann draußen und da habe ich Morphin gekriegt als Schmerzmittel und da war mit mir überhaupt nichts anzufangen und da hat meine Freundin gesagt, ich kann nicht mehr und ja. Das ist auch bitter, ne? Ich meine, das habe ich schon so oft gehört, dass schwerkranke Menschen nach einer gewissen Zeit, dass sich alle Leute von denen abwenden. Ja. Das ist denen zu lästig dann, den sogenannten Freunden. Ja, ganz genau. Und ich habe eine Frage. Ich wollte einfach mal eine Bitte stellen, ob man nicht mal, meine Telefonnummer in der Sendung geben kann und dass vielleicht mal jemand anruft, der mich mal besuchen will. Ja, wir machen das so. Wo wohnst du denn? Ich wohne. Oder wo liegst du? Ich bin in Schwelm. In Schwelm. Ja. So, wenn sich jemand interessiert,
mit dir Kontakt aufnehmen zu wollen, dann soll er sich bitte bei uns hier melden. Ja. Entweder über 0800 220 5050 oder unter domain@wdr.de und dann stellen wir den Kontakt her. Einverstanden? Einverstanden. So, ja. Und jetzt rufen wir dich nochmal an wegen der Patienten-Selbsthilfe-Geschichte, von der ich gerade erzählt habe. Okay. Super. Okay? Alles Liebe und wirklich alles Gute. Vielen Dank. Thomas, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Uli Kapp, bei Wolfram Zwickowski, Roland Lohr, Johanna Knura, Malte Imels, Jan Grefe zu Barendorf, Heinrich Stanzig, Christian Path, Vivian Merschak, Christian Großpitz und Peter Ossianowski. Unser Thema nächste Woche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt Es geschah in Notwehr. Und nächste Woche Samstag ist mein Promi-Gast, nächste Woche Samstag, nicht morgen, nächste Woche Samstag ist mein Promi-Gast, Desiree Nick. So, jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Und wenn ihr Karnevalisten seid, dann feiert schön und lasst es krachen. Und wir sehen und hören uns wieder am Dienstag, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Alles Gute, bis dahin, tschüss.